Wir sind als Bonifatiuswerk mehr als erfreut und auch dankbar, dass über 45.000 Menschen an den Memorietagen in der wunderbar restaurierten Gaukirche St. Ulrich diese Ausstellung Udos Zehn Gebote besucht haben. Nicht nur aus Paderborn, aus ganz Deutschland kamen Interessierte. Unser Ziel im Bonifatiuswerk ist es ja gewesen, an das Denkende und an das Glaubende, gläubige Menschen und suchende Menschen an die Inhalte der Zehn Gebote heranzuführen, mit der Hilfe von Udo Lindenberg, dem wir sehr dankbar sind, dass er uns die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Und das ist wirklich gelungen. Menschen, ob sie ältere oder jüngere Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, gesehen haben, wie brisant, wie aktuell die Zehn Gebote Gottes für die Beziehung zu Gott, aber auch unterhalb der Menschen sind, dass wir Halte und Orientierung, also Eckpunkte brauchen, wie wir das Leben gestalten können. Wir haben aber auch mit Vertretern der jüdischen, der muslimischen und auch der christlichen Religion über die gemeinsamen Grundlagen diskutiert, wie wir mit allen Grenzen, aber auch in der Achtsamkeit und Respekt voreinander diese Welt im Gemeinwohl gestalten können. Wir haben mit Politikern diskutiert und mit den Menschen, was bedeutet das für die christliche Identität hier in Europa. Wenn wir auf Werte schauen, was brauchen wir auch, wenn wir selbstbewusst den Glauben leben? Aber wie können denn auch diese christlichen Werte, beispielsweise der Sonntagsschutz, wie gehen wir mit Hab und Gut um, wie gehen wir mit der Wahrheit um bei Fake News? Das hat uns gezeigt, wie aktuell diese Gebote sind. Was uns natürlich auch sehr freut, dass wir gemeinsam mit Udo Lindenberg ein Projekt in Hamburg unterstützen können für psychisch kranke Frauen, denn der Erlös dieser Ausstellung fließt in dieses Projekt in Hamburg hinein. Er hat sich auch sehr bedankt und wir sind sehr froh, mit allen Mitwirkenden hier ein lebendiges Zeichen gesetzt zu haben, im Trubel des Libori-Festes auch mit Inhalten auseinandersetzen zu können und dass diese Ausstellung so gut angenommen wurde, dass Menschen ins Gespräch kamen über die Zehn Gebote, über den Glauben, aber auch miteinander diskutiert haben, wie gehen wir damit um. Ja, und ich glaube, dass es auch ein Stück weitergeht.